Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Nur wer sich sicher fühlt, kann sich geborgen und wohlfühlen. Das wissen wir. Sicherheit geht uns alle an. Die Initiative Gemeinsam sicher in Österreich will Sicherheit gemeinsam gestalten. Jeder ist für Sicherheit mitverantwortlich, also sollte auch jeder aktiv mitwirken können. Die Polizei ist dabei nahe bei den Bürgern und ihr Ansprechpartner in Fragen der Sicherheit. Sie bringt Bürger, Gemeinden und andere zuständige Organisationen an einen Tisch und erarbeitet gemeinsam mit ihnen konkrete Maßnahmen für Sicherheitsthemen in ihrem Lebensumfeld. Wie das ganz konkret aussehen könnte, schauen wir genauer hin. Ein Park wie dieser. Dunkel, unübersichtlich, laut und schmutzig. Würden wir hier gerne spazieren gehen oder unsere Mittagspause verbringen? Wohl eher nicht. Aber wer ist zuständig, dass sich etwas ändert? Wir gemeinsam. Genau darum geht es bei der Initiative Gemeinsam sicher in Österreich. Sogenannte Sicherheitsbeauftragte rufen eine Gruppe ins Leben, in der neben der Polizei, der Gemeinde und anderen Zuständigen vor allem auch ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, die sogenannten Sicherheitspartner, aktiv mitwirken. Von Pensionisten über Schülervertreter, Ärzte und Trafikanten bis zum Gemeinderat. Jeder kann Sicherheitspartner sein. Dazu muss man nur sein Interesse bekunden, sich aktiv einzubringen und gemeinsam mit der Polizei an der Lösung von Problemen zu arbeiten. Wie könnte das für unseren Park aussehen? Beschädigte Parkbänke und Laternen werden repariert, ein Spielplatz errichtet, der Müll öfter entsorgt. Die Polizei erhöht den Streifendienst und Sozialarbeiter gehen auf die Jugendlichen zu. Dass alle an der Problemlösung mitgewirkt haben, führt zu einem besseren Verständnis der Gesamtsituation und erhöht das Vertrauen und das Sicherheitsgefühl. Wir sehen, Gemeinsam sicher in Österreich ist ein Gemeinschaftsprojekt. Denn Sicherheit geht jeden von uns etwas an. Mitmachen ist nicht nur erlaubt, sondern absolut erwünscht. Melden Sie sich einfach bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle.